anpassen. Aber vorher noch kurz die Knife Round, dann sollte dann der Switch kommen. Unter Umständen kann es sein, dass es dann wieder falsch rum ist. Aber jetzt schauen wir erstmal in die Knife Round rein und sie könnte hier tatsächlich doch wieder ein bisschen wichtiger werden, denn wie gesagt, sie ist nicht mehr so eine krasse CT-Map wie früher, die Cobblestone. Aber die CT-Seite ist immer noch etwas leichter zu spielen. Weil wir gerade eben schon gesehen haben, dass Penta auch auf der T-Seite sehr gute Leistungen zeigen kann. Seize und NK hier schnitzen sich da weg, Flamey hilft dann. Damit der erste Frag schon mal bei Navi. Seize muss ein bisschen aufpassen, er ist natürlich schon angenifft worden, deswegen kann er relativ schnell rausgenommen werden. Speedy geht da auch noch da und damit ist es nur noch Searson gegen 4, aber alle 4 sind angenifft, er hat noch 70 AP. Trotzdem wird er rausgenommen, kann er noch einen machen und ich denke mal, Navi wird Stay eingeben und das tun sie auch. Damit können wir jetzt das Ganze anpassen. Wie gesagt, Stand nach Maps momentan 1 zu 0. Navi hätte also hier die Chance, das Match relativ schnell fertig zu machen. Falls sie diese Map für sich entscheiden können, dann würden sie hier mit einem 2 zu 0 nach Maps als Sieger aus dem BO3 hervorgehen, aus dem Best of 3. Und Navi, nee, und Penta hat natürlich genauso gut die Chance, ja, nochmal auszugleichen, um das Ganze nochmal auf dem 1 zu 1 nach Maps zu bringen und dann eventuell sogar noch 2 zu 1 zu gewinnen. Aber jetzt erstmal die Pistol Round. Es sieht so aus, als ob Penta hier schnell Richtung B gehen wird. Also was man in der Pistol Round relativ oft sieht, und das ist natürlich jetzt gar nicht mehr so ein angesprochener Rush. Wir sehen, die T's sind relativ schnell da. CT's konnten sich gerade noch so aufstellen. Flamey kann einen setzen, aber sowohl Zeus als auch Edward fallen. Flamey wird dann auch rausgenommen, damit ist der B-Spot frei. Seized gegen den Jobber, da ist sein Magazin leer und Guardian müsste jetzt hier gegen 4 die Runde holen. Crystal bleibt jetzt schön in Deckung, wird er unterstützt von seinen Mates. Guardian bisher noch nicht wirklich viel passiert, Hit von dem Hits her. Guardian mit dem ersten, Guardian mit dem zweiten. Man muss wirklich aufpassen, Guardian mit Nummer 3, er macht hier einfach 3 Headshots. Und jetzt ist es nur noch Searson gegen Guardian. In der 1 gegen 1 Situation, er hat kaum noch Zeit und Searson muss es eigentlich nur noch auf die Zeit ausspielen. Guardian, da verschießt er und das war's eigentlich. Er hat jetzt schon nicht mehr genügend Zeit dazu, die Fusen. Searson macht ihn noch 1 zu 0, aber trotzdem wieder Guardian. Extrem stark, zeigt hier wieder, was er drauf hat. Klickt nochmal 3 weg. Schade für ihn, aber die Pistol Round geht hier trotzdem an Penta. Auch Searson mit 3 Frags. Speedy mit den anderen beiden. 1 zu 0 Penta, sie holen hier die erste T-Runde. Wieder wird hier der Dropper schnell angegangen. Zeus steht da close mit der CZ, aber kann keinen Frag setzen. Das ist natürlich eine sehr schwierige Position, wo er so nach oben gucken muss. Edward und Flamey stehen da beide mit der Pumpgun close. Dann ist dann mit der P90 in den Dropper auch nochmal rein. Jetzt kommt hier das Pumpkin-Duell. Flamey mit dem zweiten kann hier ganz gut Geld abstauben. Flamey mit dem dritten, sehr, sehr schön von ihm. Speedy und Dennis, aber Flamey muss aufpassen, er wird jetzt gleich von zwei Seiten angegriffen. Aber Flamey kann auf jeden Fall nochmal schöne setzen. Guardian macht auch noch beide weg mit seiner Nova. Schön von ihm, da zahlen sich die Pumpkins aus. Es gibt massig Geld und die Runde noch oben drauf. Damit der Ausgleich 1 zu 1. Und Penta geht hier jetzt schnell in die Mitte rein, aber da steht Seize. Mit seiner MP7 Guardian jetzt mit der Nova gegen NK. Und NK ist der einzige aus dem Team, der einen Kevlar hat, aber auch das hilft ihm ja nichts. Guardian wird nochmal rausgenommen. Crystal ist der letzte mit der Pumpgun. Und auch er geht down gegen Edward. 2 zu 1 Navi gehen hier in Führung. Und Penta muss nochmal in die Eco. Aber noch nicht genügend Geld.
Und es scheint hier wieder schnell Richtung B gehen, zu gehen. Ich glaube, er wird wieder versucht einzunehmen, aber diesmal steht Zeus mit seiner M4 da und hat natürlich ein deutlich leichteres Spiel als vorher mit der CZ. Kommt nochmal eine schöne Flash rein, aber auch die hilft nicht wirklich viel. Zeus mit dem nächsten. Zeus gegen Speedy mit Nummer 3. Und der Revolverball auch nochmal mit seiner Nova tätig. 3 zu 1. Und jetzt die erste Equip Round von Penta, weil wir sehen, Navi ist da noch nicht wirklich umgestiegen. Sie haben immer noch zwei Novas und eine MP7, aber die sind eigentlich auf, gerade auf dieser Map, wo es trotzdem auch manchmal ziemlich in den Close-Bereich geht, völlig in Ordnung. Wir sehen Edward hier einmal mit der Pumpgun und Guardian auf lang auch mit der Pumpgun, also wie gesagt, zwei Positionen, auf denen die Waffe völlig in Ordnung geht. Sirson, schön aus dem Spray raus gegen Seast. So, ein Guardian da mit der Nova. Einmal ein Schnitzel zum Mitnehmen, bitte. Crystal mit dem nächsten trotzdem. Kann Guardian da noch rausnehmen. Und die Runde sieht momentan eigentlich relativ gut aus für Panther, aber trotzdem ist Zeus jetzt wieder da mit seiner M4. Und jetzt wird sie gleich auf den B-Spot gehen. Und Edward steht da noch mit seiner Nova, aber da hat er auf die Range absolut keine Chance. Ganz abgesehen davon, dass er gerade eben mit der Flash voraus reingelandet ist. Aber Zeus mit Nummer 1, mit Nummer 2. Speedy hatte da irgendwie ein bisschen Orientierungsprobleme und wusste nicht so genau, wo der Gegner herkam. Crystal mit der AWP verschießt er seinen ersten Schuss und wird dann noch rausgenommen von Zeus, der hier 4 Frags in der Runde macht. 4 zu 1 für Navi. Penta müsste jetzt wieder in die Eco. Das ist wieder nur NK, der da Geld ausgibt. Und es wird hier wieder mit drei Leuten Richtung B gegangen. Sirson und Dennis sind in Richtung A unterwegs. Sirson fällt aber in der Mitte. Auch NK geht down gegen Flamey. Dennis, wenigstens gegen Guardian da erfolgreich, kann sich die Nova mitnehmen. Auch Flamey geht down gegen Crystal. Edward Nummer 1, aber geht dann auch down. Und jetzt sind es nur noch Zeus und Seast. Zeus noch mit 100 AP, Seast nur noch mit einem. 52 AP. Seast wird rausgenommen. Zeus jetzt gegen Dennis. Dennis hatte die Shotgun, aber auch die hilft ihm nicht wirklich viel. Und Zeus aimt er leider in die falsche Position. Und deswegen 4 zu 2. Penta holt sich hier die zweite Runde. Kein Beinbruch für Navi. Sie können noch kaufen. Haben da auf jeden Fall genügend Geld. Guardian jetzt erstmal im Meter AWP unterwegs. Umgestiegen von seiner Nova. Obwohl beide eigentlich ähnlich genau sind, ist ihm die AWP trotzdem lieber. Um Gottes Willen. Was ist denn los mit euch? Und Penta diesmal wieder mit drei Leuten Richtung B. Sie haben also anscheinend so einen kleinen Standaufbau gefunden. Sirson geht da wieder in die Mitte. Der vierte schiebt jetzt allerdings auch noch Richtung. Wer war denn das hier? Speedy hat auch noch Richtung B geschoben, aber geht nochmal zurück, deckt lange jetzt noch ein bisschen ab. Es wird wohl trotzdem wieder auf den B-Spot gehen. Bisher so der deutlich favorisierte Spot von Penta. Edward bekommt dann ein bisschen Mollo ab, muss da auch rausschieben. Kommt mit 38 AP noch weg. Jetzt haben sie mittlerweile alle 5 Spieler von Penta vor dem B-Spot versammelt und Zeus wird da gut rausgemollet. Schöner Move da von Speedy, hat er gut mit dem Molotov gearbeitet. Und auch Flamey da mit einem schönen Molotov eigentlich, aber Speedy reagiert besser.
Sie ist jetzt aus dem Job heraus und die Runde sieht ganz, ganz, ganz gut aus für Penta. Sehr, sehr schön gespielt von ihnen. Die beiden Navi-Spieler gehen auch schon safen. Einen nach dem anderen rausgepflückt und dann letztendlich auf dem B-Spot drauf. Gut gemacht. Deswegen die Runde Nummer 5. Andersrum, die Runde Nummer 3 und damit auch die Anschlussrunde für Penta wird es jetzt gleich geben, wenn die Bombe explodiert. Und Navi kann hier wahrscheinlich nochmal kaufen durch die beiden gesaften Waffen. Flamey kann gelegt werden. Und der Rest hat genügend Geld. Guardian konnte ja auch seine AWP noch durchbringen. Mal schauen, ob er die in der Runde jetzt irgendwie sinnvoll zum Einsatz bringen kann. Guardian hatte eine Flash erwartet, die kam allerdings nicht. Und Penta wieder zu dritt. Vor dem B-Spot, wie gesagt, wahrscheinlich zu ihr leichter Standardaufbau. Sirson geht immer ein bisschen in die Mitte. Speedy aimt immer lang ab. Und dann die anderen drei Spieler Richtung B geschickt. Crystal gegen Zeus und der muss aufpassen. Crystal wird ja von seinem Mate ganz gut abgeflasht. Jetzt wird er wieder rausgegangen. Zeus wird er nochmal gut abgeflasht, aber ist jetzt nicht mehr blind. Edward Nummer 1. Und wird dann rausgenommen. Ein bisschen unglücklich, dass es so lange blind ist. Flamey kann nochmal einen zweiten rausnehmen, aber dann bekommt er auch sofort ein Gesicht ab. Schön von Speedy da. Auch Zeus wird da rausgenommen. Guardian. Und siehst. Guardian aimt da genau im falschen Moment weg. Muss deswegen auch gleich aus dem Job heraus. Kann Dennis dann trotzdem rausnehmen und dann wird er von hinten gepusht. Und Seast weiß jetzt eigentlich genau, wo die beiden Gegner sind. Crystal geht down. Und jetzt gegen Speedy, der könnte ja so ein Ace machen und das tut er auch. Speedy mit dem Ace gegen Navi, damit die Runde Nummer 4. Ausgleich für Penta. Und Navi kann hier nur noch Frostbite, mehr Geld haben sie nicht mehr. Und es sieht wieder so aus, als könnte Penta hier einige T-Runden für sich entscheiden. Das ist natürlich sehr, sehr gut, wenn sie zumindest schon mal richtig ins Spiel finden. Denn wie gesagt, Cobblestone auf jeden Fall eine Map, auf der Navi wirklich sehr gut spielt. Flamey diesmal close mit der MP7. Penta wieder mit 4 Leuten Richtung B orientiert. Das funktioniert bisher sehr gut und deswegen werden sie es auch weiterhin machen. Solange bis der ganze Käse eben nicht mehr funktioniert. Aber diesmal entscheiden sie sich doch wohl dazu, lieber wieder auf den Aspas zu schieben. Und das ist natürlich wieder ein sehr guter Call. Denn Navi wird damit rechnen, dass sie eben wieder auf den B-Spot gehen. Da das Penta eben bisher so gut funktioniert hat, aber genau das tun sie eben diesmal nicht mehr. Guardian aus dem vom Dach runter mit dem ersten. Guardian mit dem zweiten gegen Speedy. Räumt er bisher ganz gut auf. Guardian verschießt er ganz knapp gegen NK. Aber jetzt hat er ihn im zweiten Schuss. Guardian mit Nummer 4 und macht hier vielleicht auch das Ace. Nein. Elbert gönnt ihn sich noch, aber Guardian auf jeden Fall. Ganz wichtig von ihm. Verteidigt er den Spot quasi alleine. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. So eine AWP am A-Spot kann eben richtig zerstörerisch wirken. Gerade wenn es so jemand ist wie Guardian. Der auch gerne mal einfach alleine zerlegt. Und jetzt Penta
schnell Richtung B unterwegs. Die Frage ist, wie schnell sie drauf gehen, und sie gehen anscheinend ziemlich schnell drauf. Crystal hatte schon ein paar AP-Schaden abbekommen. Geht deswegen auch als erster drauf. Flamey mit Nummer 2. Santa ein bisschen Geld ab. Flamey gegen Speedy auch nochmal sehr schön von ihm. Edward mit dem nächsten. Dennis der letzte. Der kann nochmal 2 machen. Schön von ihm. Bringt sie ins 2 gegen 2. Aber dann ist Guardian da. 6 zu 4. Jetzt muss Penta in die Eco, sie haben gerade eben schon einen Vorspiel spielen können. Aber jetzt geht ja natürlich erstmal nichts mehr. Und damit wird Navi hier wahrscheinlich eine relativ leichte Runde haben. Guardian mit dem First Frag. NK, kann er vielleicht seinen ersten Frag setzen? Nein, auch da reicht es nicht. Findet hier gerade absolut nicht im Spiel, der liebe NK. Guardian in der Mitte, schießt da ein bisschen zu früh. Wollte versuchen, jemand durch die Tür zu bängen. Speedy. Gegen Zeus, auch da keine Chance. Zeus kommt da genau im richtigen Moment raus. Crystal jetzt noch gegen 5. Kann er wenigstens nochmal einen Frag gegen Flamey setzen, und der hat die Bombe und vielleicht könnte die noch legen, aber Edward ist da. Und er nimmt ihn raus. Damit die Runde Nummer 7. Für Navi. Und jetzt kann Penta wieder kaufen. Können die mit Waffen spielen. Crystal jetzt gegen Lang und erwischt Guardian da auch genau am falschen Fuß. Oder genau am richtigen für ihn vielleicht. Man weiß es nicht. Jetzt wird es hier Richtung A gehen. Penta macht momentan genau das Richtige. Siehst. Weiß natürlich, dass da auch gleich der Druck kommen wird. Sis und rechnet schon so ein bisschen mit ihm. Eieiei, Sis hätte da vielleicht doch lieber schießen sollen. Enke da mit seinem ersten Frag im Spiel. Flamey kann auch nur noch einen machen und dann ist es Edward gegen 4. Und ich denke mal, dass sie hier safen gehen wird. NK mit der Nummer 1. Und hier nochmal, weil es gerade im Chat gewünscht war, das Scoreboard. Kleiner Überblick. Wir sehen eigentlich alle momentan relativ ausgeglichen. Nur der liebe NK, der da momentan ein wenig abfällt, aber jetzt gerade eben mit seinem ersten Frag zumindest ins Spiel finden kann. Konnte. So, Edward bringt hier auf jeden Fall seine AWP durch, wird die wahrscheinlich gleich wieder an Guardian weitergeben, da der eben der Main-AWP-Spieler ist. Deswegen würde die wahrscheinlich übernehmen. Und Penta wieder auf jeden Fall mit einer Waffenrunde durch die geplänzte Bombe natürlich. Durch die gewonnene Runde. Natürlich genügend Geld da. Und sie versuchen es hier wohl wieder Richtung B. Diesmal ist es Speedy, der da in der Mitte noch ein bisschen abwartet, und der wird hier gleich gegen Guardian das Duell bekommen. Da muss er natürlich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Denn da kann das Ganze mal ganz schnell schlecht für ihn ausgehen. Edward da durch die Smoke mit 2. Flamey kann dann allerdings wieder nicht den Frag setzen, aber Dennis nur noch mit 12 AP. Crystal aus dem Drop heraus nochmal mit dem Frag, und jetzt wird es gleich wieder auf den B-Spot draufgehen. Die Frage ist, ob Navi diesmal besser reagieren kann, ob sie diesmal den Go aufhalten können. Siehst, ist hier schon von hinten am Pushen. Der wird auch noch nicht abgeben, aber da müssen sie eigentlich schon mit ihm rechnen. Dennis hat sich da umgedreht und wird dann auch sofort rausgenommen, deswegen. Speedy mit einem noch.
Grizzly jetzt gegen zwei, es ist machbar für ihn. 30 Sekunden auf der Uhr, aber die Bombe liegt ganz, ganz eklig. Zeus wird herausgenommen. Seized. Gegen Crystal. Und Crystal kann ihn nur noch auf 20 AP runterschießen, dann ist Ende. 8 zu 5 für Navi. Penta kann nochmal kaufen. Einmal ist noch drin. Auch Navi momentan mit wenig Geld. Sollte die Runde also für Penta ausgehen. Für Navi ausgehen. Müsste Penta in die Eco. Sollte es für Penta ausgehen. Müsste wahrscheinlich Navi in die Eco. Die ersten beiden Frags gefallen. Crystal mit einem. Und Guardian holt sich dann Speedy in der Mitte. Und diesmal Penta also... doch Richtung A aufgestellt. Sie stehen hier mit drei Leuten fast in der Mitte drin. Schieben jetzt aber doch nochmal durch die Galerie. Zumindest ins Richtung B-Spot. Die Frage ist natürlich, was sie da jetzt vorhaben, ob sie da jetzt auch drauf wollen. Oder ob sie hier vielleicht irgendwie einen offensiven Push erwarten und den Frag einfach noch ziehen wollen. Und dann sieht es aber eher danach aus, als ob sie jetzt erstmal den Dropper einnehmen. NK wurde da so ein bisschen vorgeschickt. Jetzt geht's hier wohl oder übel wieder auf den B-Spot und da steht Flamey. Susan, Dennis wird jetzt gleich das Duell haben gegen Flamey und Flamey steht da relativ offen. Kann Dennis durch die Wand zumindest anhitten, bekommt dann auch sofort einen Headshot ab. Und er muss hier eigentlich nur Zeit rausholen und auf seine Mates warten. Guardian ist auch schon da, kann ihn unterstützen, Flamey mit dem nächsten Seast mit Nummer 3. 9 zu 5. Damit das Ergebnis. Und vielleicht kann Penta hier wenigstens die Runde Nummer 6 noch holen. Wenn sie dann anschließend die Pistole gewinnen würden, könnten sie hier vielleicht sogar ausgleichen. Aber auch Navi natürlich jetzt mit der Chance, die Runde Nummer 10 noch für sich zu machen. Und ich denke mal, sowohl ein 9 zu 6 als auch, für 10, als auch ein 10 zu 5 würden für Navi absolut in Ordnung gehen. Und Penta diesmal wieder schnell Richtung B. Sie können... Content nur vor Spine. Flamey muss aufpassen mit seiner Nate, dass er sein Mate nicht wegspringt. Crystal am Baum da. Flamey versucht einfach nur sein Mate den Rücken frei zu halten. Speedy und Crystal sind die beiden letzten. Gegen 3, gegen 2. Crystal aber auch noch mit 8 HP. Edward mit der Deagle, mit dem Headshot. Gönnt sich da den ersten. Und jetzt Speedy hier gegen die beiden AWPs. Aber Edward ist mit der Deagle da. Damit 10 zu 5. Der Halbzeitstand. Und wie gesagt, ich glaube für Navi geht es völlig in Ordnung. Aber auch für Panther sind 5 T-Runden für Cobblestone auf jeden Fall in Ordnung. Aber jetzt müssen wir schauen, ob sie auf der CD-Seite diesmal ein bisschen strukturierter spielen können. Ob da ein bisschen mehr geht. Gerade eben auf das 2, wie gesagt, gab es da so ein bisschen Schwierigkeiten, denke ich mal. Na, wir hatten es da teilweise ziemlich einfach gehabt, durchzukommen. Aber wir lassen uns gerne überraschen. Die Pistol wäre auf jeden Fall Pflicht für Penta. Denn wenn Navi die holt und ihre beiden Anti-Egos dann noch stehen, dann muss ich ehrlich sein, dann sehe ich schwarz für Penta hier. Aber sollten sie die Pistol hier holen, für sich entscheiden können, dann wäre das Ganze auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Und Navi... entscheidet sich hier wohl für den A-Spot. Dennis fällt da auch relativ schnell. Wir sehen, es wird sofort auch verschoben von den beiden Panther-Spielern. Und vielleicht war das so die Absicht von Navi, da Panther so ein bisschen ins Schwitzen zu bringen. Wir sehen, sie haben jetzt nochmal schön ausgebremst. Sie haben den First Track bekommen. Warten jetzt erstmal ab. Sirson wird da auch als nächstes angegangen. Und Navi verschiebt jetzt trotzdem Richtung B-Spot. Schön von ihnen. Edward sollte da nur facen und ist jetzt auch momentan am Abgasen. Und Searson hört natürlich die Steps jetzt, damit ist das Ganze eigentlich schon aufgeflogen. Wir sehen, Penta begibt sich da auch so langsam in Bewegung. NK da im Pommes kann noch einen Frax setzen. Gut von ihm ist, er muss nur Zeit rausholen. Er muss nicht mal Frax machen, einfach nur Zeit rausholen. Aber das Ganze ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn er da von zwei Seiten so gepusht wird. Crystal versucht es mit dem Taser.
Aber wird er noch rausgenommen. Und auch Searson fällt. Damit 11 zu 5 für Navi. Sie holen die Pistol Round. Und jetzt wird's eng für Penta, wenn sie diese Anti-Ekos, beziehungsweise ihre Ekos, nicht holen können. Wenn sie die Anti-Ekos nicht aufhalten können. Searson fällt darauf lang. 3 gegen 3 Situation momentan. Zeus hat die ersten Manflex schon setzen können. Speedy in der Mitte gegen Flamey. Also da eigentlich das richtige Timing. Aber Flamey reagiert schnell. Und deswegen hat Speedy da auch wenig Chance. NK hier jetzt in der Mitte. Crystal nochmal gegen Flamey mit der Nova erfolgreich. Kann sich hier die P90 nur mitnehmen und die Bombe liegt natürlich bei ihm und es könnte hier ein Kriterium sein, das entscheidend ist. Er schiebt lieber von der Bombe weg, denn Navi hat nicht mehr allzu viel Zeit und er weiß, dass sie eigentlich nicht mehr genügend Zeit haben zu verschieben. Sie müssen hier auf jeden Fall auf den B-Spot draufgehen, wenn sie die Runde noch holen wollen. Crystal steht jetzt gut on Spot und wenn er es schaffen kann, den Bomblet einmal zu verhindern, dann wäre die Runde hier vorbei, aber er faced da vielleicht doch ein bisschen zu früh rein. Crystal holt ihn. Andersrum, Seast holt ihn. Damit die Runde vorbei. 12 zu 5 für Navi. Penta muss jetzt natürlich in die Eco. Geld haben sie nicht. Es wird hier wohl der Bego von Navi. Flamey tackert da einfach in den Jumper rein. Auch am B-Spot fallen die Penta-Spieler momentan wie die Fliegen. Crystal und Dennis die einzigen beiden, die es noch gegenhalten und sie konnten beide noch eine Medkern mitnehmen. Guardian mit der AK. Gegen Crystal. Dennis, jetzt der letzte, versucht sie am Jumper noch vielleicht noch einen Exit-Frag zu ziehen. Gegen Guardian, aber auch der setzt den Shot. 13. Runde für Navi, wie vorhin erwähnt, wie vorhin angesprochen. Und jetzt erst kann Penta gegenkaufen. Jetzt haben sie genügend Geld. Sondern in der Mitte bekommt schon ein bisschen Besuch. Guardian muss aufpassen, dass er noch nicht drauf geht, aber trotzdem holt rechtzeitig seine AWP raus und setzt da durch die Tür den Shot. Dennis kann da mit dem offensiven Move nochmal einen rausnehmen. Der war zwar sehr gewagt, aber er hat funktioniert in dem Moment. Crystal und NK da am B-Spot. Edward wird jetzt gleich gegen Dennis treffen. Kann den Frag nicht setzen, aber Zeus ist dann da mit der AWP, mit dem Refrag. Speedy da an lang. Crystal. Gegen Seast vielleicht gleich. Nein, sie verpassen sich hier ganz knapp. Seast hat sich jetzt natürlich verraten, aber ich denke mal, er wird hier den Dropper einnehmen. Deswegen Crystal natürlich jetzt auch momentan in der falschen Position. Speedy nochmal lang erfolgreich gegen Zeus. Und dann ist es plötzlich nur noch Flamey, der gegen drei spielen muss. NK
steht er genau in der richtigen Position. 13 zu 6, damit der Stand für Penta. Beziehungsweise die sechste Runde für Penta. 13 Runden haben sie noch nicht. Aber zumindest schon mal eine mehr. Und Navi kann nochmal kaufen. Zwei Tech-9s zwar am Start, aber das ist überhaupt kein Problem. Denn gerade für schnellere Spielvarianten ist die Tech-9 auf jeden Fall brauchbar. Crystal konnte da ansagen, dass zumindest zwei oder drei Leute da waren, deswegen muss Navi auch ziemlich schnell pushen, aber er steht da natürlich sehr, sehr gut. Steht da close auf jeden Fall richtig, um viel Schaden zu machen, wird erst jetzt rausgenommen. 3 gegen 3, damit die momentane Situation. Speedy kommt jetzt vom Connector. Lemmy hat ihn schon gesehen, konnte eigentlich keinen jetzt gegen setzen. Edward da close, geht auch drauf. Speedy Sisson und Dennis gegen Flamey und Guardian. Flamey mit Nummer 1 und jetzt ist Guardian gegen 2. Wir haben vorhin schon mal gezeigt, dass er sehr stark ist. Trotzdem ist Speedy da. Nimmt ihn raus. Und macht damit die Runde Nummer 7 für sein Team klar. Jetzt Navi in der Runde wieder nur mit einem mehr oder weniger Force bei Zeus und Seas sind da sogar komplett ohne Rüstung unterwegs. Edward, Flamey und Guardian haben zumindest Kevlar und Helm. Und Edward der einzige mit einer Waffe. Beziehungsweise mit einer automatischen Waffe. Der Asport wird jetzt angegangen von Navi. Aber da ist Dennis mit seiner AWP und Flamey versucht da so ein bisschen in den Rücken reinzufallen. Ihr könnt sie es und auch sofort rausnehmen. Schön mit der Tech-9. Aber auch Dennis, pass auf. Siehst mit dem nächsten. Trotzdem der Asper noch lange nicht frei, aber sie können jetzt sogar auf den Baseball durchschieben und es wird auch funktionieren. Da ist kein Spieler von Penta mehr. Das heißt, Guardian wird die Bombe da gleich legen können. Siehst muss aufpassen, denn sein Schalldämpfer schätze ich mal, schaut da um die Ecke. Verrät sich da jetzt leider auch und jetzt muss er wirklich gucken, dass er wegkommt. Wenn er jetzt noch fallen würde, wäre das Ganze natürlich sehr, sehr schade. Und Navi hat jetzt eigentlich so ein bisschen ihr Timing verspielt. Denn wie gesagt, der Baseboard wäre frei gewesen, das wussten sie natürlich nicht. Aber Dennis ist jetzt schon wieder fast da, aber er hat auch nur noch 19 AP, das heißt, Seast hat natürlich die Möglichkeit, ihn da zu holen, hat ihn jetzt gesehen. Dennis muss jetzt auf jeden Fall aufpassen, Seast gerade nochmal weggekommen. Dennis Nummer 1 wird dann rausgenommen. Und Seast rechnet doch nicht mit Speedy aus der Position. Deswegen die Runde Nummer 8 für Penta. Navi kann natürlich durchgelegte Bombe kaufen. Sie haben auch gerade gut gewirtschaftet, haben genauso viel gekauft, dass sie jetzt eben genügend Geld haben oder auch gehabt hätten, wenn sie die Bombe nicht gelegt hätten. Ob sie aus der Equipe Round jetzt wieder mehr machen können. Guardian auf jeden Fall schon mal mit der Nummer 1. Edward setzt auch nochmal nach. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wirklich, warum Searson da so pusht. Speedy kann auch noch einen rausnehmen. Dann ist Guardian mit seiner AWP da. Okay, gegen Flamey, versprayt sich da leider. Spray war da vielleicht auch nicht die optimale Wahl gegen diese Position. Und dann ist es Crystal mit der Max 7. Kann Flamey noch rausnehmen, nochmal 9 und abstauben. Jetzt ist er natürlich bekannt und dadurch wird es extrem schwierig. Edward kommt auch im richtigen Moment, Crystal keine Chance. 14. Runde für Navi. Und Penta hat kein Geld.
Sie stehen nach drei gewonnenen Runden plötzlich wieder ohne Geld da, können hier noch vorspielen. Navi. Wieder mit drei Leuten in der Mitte, zwei vor B. Mal schauen, was sie da genau jetzt vorhaben. Speedy auf Close Range da mit dem MX7 auf jeden Fall eine vernünftige Waffe für diesen Bereich. Zeus fällt dann in der Mitte, Dennis mit dem First Frag für sein Team. Jetzt Navi versucht seinen langen Flamey, kann nochmal einen setzen. Kann sogar noch einen zweiten machen, damit nochmal ausgleichen für sein Team. Guardian mit dem nächsten und damit ist der Aspo plötzlich wieder frei und aus einer 3 gegen 5 Situation wird eine 2 gegen 3 Situation für Navi. Auch NK wird da sehr, sehr low geschossen. Hat nur noch 7 AP und ist jetzt auch der letzte. Guardian passt da wieder ganz gut auf. NK hat sie jetzt auch verraten. Und Flamey setzt den auch noch. Und es wurde nochmal schön gedreht hier von Flamey und Guardian. Flamey setzt da die ersten beiden dann lang und dann können sie auch einfach durch. Und jetzt geht's hier schon in die Runde Nummer 24. Vielleicht die letzte Runde dieses Spiels. Sir Sonder in der Mitte mit der Scout gegen Edward mit dem First Frag. Zieht sich jetzt auch sofort defensiv zurück. Speedy mit dem nächsten. Flamey dann Nummer 1. Flamey mit dem zweiten. Gegen Speedy jetzt. Dennis bekämpft sich da. Guardian verliert das Duell, aber Searson jetzt der letzte gegen zwei. Die Runde auf jeden Fall noch machbar für ihn. Könnte sein Spiel da jetzt noch. Könnte sein Spiel da jetzt noch im Team halten, ja? Könnte sein Team da jetzt noch im Spiel halten. Searson gegen Zeus und Guardian. Die Bombe wird jetzt auf jeden Fall im A-Spot gelegt werden. Ich weiß nicht genau, warum er noch wartet. Eigentlich ist der Move jetzt schon ziemlich vorhersehbar gewesen. Jetzt muss er hier versuchen zu retaken, er hat kein Kit, das heißt er muss auch ziemlich Gas geben, ist jetzt bekannt nach dem Shot. Und da kommt Guardian auch im richtigen Moment rum. GG, well played an Penta und an Navi. Beide Teams natürlich sehr stark aufgespielt, Navi entscheidet das Ganze trotzdem.